Herzlich willkommen, liebe Jungfrau, zu deiner Liebeslegung für den Monat Juli. Wir wollen jetzt schon mal schauen, was für Energien da in Sachen Liebe für dich mit den Tarotkarten zu sehen sind. Und wir legen heute das keltische Kreuz. So, dann schauen wir mal, was für Themen da auf dich zukommen könnten. Als erstes gebe ich den Karten die Gelegenheit, in der Hand zu fallen, während ich mische. Aber sie fallen nicht. Okay. Dann hebe ich mal ab. Ich wünsche mir klare, deutliche Botschaften für die Jungfrau zum Thema Liebe. Erste Karte liegt. Okay. Gut, gucken wir als allererstes aufs Thema und was das beeinflusst. Hier das Ass der Kelche, das ist eine wunderschöne Karte. Gerade bei Liebeslegungen ist das wirklich eine 1A-Karte. Das ist wirklich die beste Karte, die du quasi haben kannst, ne? Wir haben hier so einen Kelch und da fließt eine ganze Menge Wasser raus. Und dieses Wasser steht stellvertretend für Gefühle, für Verliebtsein, für Zugehörigkeit, aber auch Tränen, ne? Das ist so ein bisschen dieses Flüssige, wie Gefühle halt eben fließen. Und das darf bei dir fließen. Irgendwie scheint das Thema zu sein bei dir im Juli. Es scheint hier tatsächlich so, als ob da Gefühle fließen ohne Ende. Also wirklich eine Gefühlsdusche, vielleicht auch eine Glücksdusche, vielleicht auch eine neue Verliebtheit, ne? Wenn du hier auf eine Ehe guckst, du bist zum Beispiel sehr lange in einer Partnerschaft, auch da kann es tatsächlich sein, dass da die Gefühle wieder anfangen zu fließen, dass du dich da auch wirklich was Neues freuen darfst, dass eure Beziehung wieder Schwung bekommt, ein zweiter Frühling. Mit dem Pagen der Stäbe haben wir jetzt noch eine Karte, die das quasi kreuzt. Und der Page der Stäbe steht immer für leidenschaftliche Impulse, für Temperament, und auch ein bisschen Reibung in der Beziehung. Ich weiß nicht, ob ihr das mögt. Eher so die Feuerzeichen mögen sehr gerne Reibung in der Beziehung, auch mal so ein deftiger Streit, wo mal Teller fliegen, ne? Und danach fällt man leidenschaftlich übereinander her. So einen Impuls habe ich hier bei dir mit drin, ne? Gleichzeitig große Liebe, aber auch wirklich auch körperliche Anziehung, körperliche Erotik. Sowas in der Art würde ich tatsächlich sagen. Wir gucken mal weiter. Oh, das sieht hier sehr schön aus. Mensch, Jungfrau, ich glaube, das wird hier eine Glückslegung bei dir in Sachen Liebe im Juli. Wir haben hier den Ritter der Kelche, das heißt, wir haben hier eine sehr offensive, sehr verliebte Stimmung. Der Ritter der Kelche kommt immer mit so einer Atmosphäre von ich werde geliebt, die Liebe kommt zu mir, jemand macht mir Komplimente, jemand macht mir den Hof. Von daher, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden, weil das hier einfach eine so schöne Karte ist. Der Ritter der Kelche hat auch wieder einen Kelch dabei. In dem Kelch ist die ganze Liebe, die fließen darf. Vielleicht hat er auch hier von dem Brunnen der Liebe gerade Liebe abgezapft und ist dabei, sie jetzt dir zu bringen, weil du vielleicht selber noch zu blind dafür bist, dass gerade ein zweiter Frühling begonnen hat. Oder vielleicht auch einfach jemand sehr, sehr verliebt ist in dich. So, im Keller bzw. im Unterbewusstsein weißt du, dass das genau das ist, was du immer wolltest. Das ist kein nichts Bewusstes. Also das kann tatsächlich sein, dass du das so ein bisschen als Gefühl, dass das mitschwingt. Aber es ist tatsächlich nichts Bewusstes, aber du darfst dir das gerne bewusst machen. Auch das ist eine wichtige Botschaft. Die Welt ist immer so eine Karte. Ich bin angekommen. Ich bin da, wo ich sein wollte. Es ist alles rund. Es fühlt sich alles gut an. Im Grunde genommen ist das der Mann, die Frau, mit der ich mein Leben verbringen möchte. Also wirklich eine sehr, sehr schöne Karte. Es kann auch sein, dass du im Moment vielleicht so eine Phase hast, wo du an deiner eigenen Beziehung so ein bisschen zweifelst und generell irgendwie so Kleinigkeiten hast, die dich einfach so zur Unzufriedenheit bringen. Dann mach dir das bewusst, dass eigentlich im Großen und Ganzen hier nichts verkehrt läuft. Dass du eigentlich im Großen und Ganzen sehr, sehr glücklich bist. Dass die großen Sachen passen bei euch. Und die kleinen Sachen sind nur Sachen, die dich halt ärgern, die dich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen sollten. Wir schauen mal weiter. Oh, Gleichmäßigkeit.
Jungfrau, das ist ja mal eine wirklich, wirklich, wirklich schöne Legung, muss ich sagen. Eine wirklich, ich kann hier nicht meckern. Ich kann überhaupt nichts Schlechtes daran sehen. Ich sehe hier tatsächlich so viel Schönes. Die Gleichmäßigkeit ist so eine Karte, ja, da ist alles im Gleichgewicht. Wir haben eine Beziehung auf Augenhöhe. Der eine gibt, der andere nimmt und dann am nächsten Tag ist es wieder andersherum, ne? Also wirklich eine sehr schöne Sache. Gleichzeitig mit der Gleichmäßigkeit, die kann auch mal anzeigen, dass das hier eine frische Liebe ist. Da geht da hinten, hinter den Bergen, geht die Sonne auf. Das heißt, hier ist irgendwas am Anfang. Vielleicht bist du auch am Anfang einer sehr glücklichen Phase mit deinem Partner. Eine Phase, die einfach jetzt gerade in was Schönes übergeht. Ich habe vergessen, welcher Planet gerade auf dem Vormarsch ist und uns in so ein kleines Liebesglück reinbringt über den Sommer. Ich habe das komplett vergessen, aber ich habe es mir neulich noch angeguckt und dachte, ja, bei den Wochenlegungen habe ich das schon gesehen. Aber tatsächlich hier, du darfst das Liebesglück wunderbar genießen. Gleichzeitig haben wir hier auch so eine Dualität mit im Kartenbild drin. Wir haben hier zwei Kelche, wir haben hier zwei Säulen. Auch das ist immer ganz wichtig beim Tarot, dass man auf sowas achtet. Also es wirkt tatsächlich so, als ob ihr zwei eine Einheit seid. Hier bei der Hohen Priesterin, die steht für die nähere Zukunft. Verlass dich auf dein Bauchgefühl. Dein Bauchgefühl wird dich leiten. Ich glaube auch, diese Empfänglichkeit für Liebe, die darfst du im Juli wirklich ausleben. Versuch dafür empfänglich zu sein. Versuch so, als ob deine Haut wie so eine Membran wäre, die alle Liebe durchlassen würde. Das ist jetzt ganz blöd ausgedrückt, aber mir fällt kein anderer Vergleich ein. Versuch da empfänglich zu sein für alles, was auf dich zukommt in Sachen Liebe. Und versuch das in dir aufzusaugen. Versuche mitzuschwingen mit deinem Partner. Versuche nicht irgendwie, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man irgendwie plötzlich kommt der Partner nach Hause, hat Blumen mit und man denkt so, hä, was ist denn nun mit ihm kaputt? Was ist denn los hier? Ist jetzt hier das große Liebesglück ausgebrochen bei dir? Bist du neu verliebt oder was? Ne? So. Und man will dem Braten gar nicht so recht trauen. Und ich glaube, sowas könnte das sein, dass man dann denkt so, hä, also bei dem Partner sind die Planetenenergien schon angekommen und bei einem selber noch nicht. Und man denkt sich, okay, hat er was ausgefressen? Was will er? Und in Wirklichkeit ist er einfach nur schwerst verliebt in die eigene Ehefrau, ne? Okay. Gut. Einstellung zu eins und zwei. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Hier, das ist so ein Hin und Her. So, hä, was ist das denn jetzt hier? Wieso bringt er mir Blumen mit? Warum macht er mir jetzt Komplimente? Wir sind nicht frisch verliebt, wir sind seit 30 Jahren verheiratet. Hä? So, ne? Das haben wir hier ganz, ganz stark. Irgendwie kannst du damit nicht umgehen, mit dem ganzen Liebesglück, was da plötzlich auf dich zukommt. Das ist aber schon wieder ein bisschen lustig, deswegen lache ich, weil es einfach so ein perplexer Moment ist. So dieses, was will der? Der hat doch was ausgefressen. Das glaube ich nicht, dass der jetzt verliebt ist. So, und auch noch in mich. So, das ist so ein bisschen das. Es ist sehr, sehr interessant. So, jetzt haben wir hier noch den Herrscher mit drin und der Herrscher sagt, okay, diese Liebe, die du da fühlst, ne, das ist kein Strohfeuer. Das ist auf einem sehr, sehr guten Fundament. Also du darfst dich hier wirklich reinfallen lassen. Das ist nicht nur eine Affäre. Wenn das hier eine neue Liebe ist und du hast das Gefühl, oh je, das Liebesglück, das ist so schön, zu schön, um wahr zu sein, das wird wahrscheinlich nach 2 Wochen bereits aufhören und dann ist der Typ weg. Nein. Es wirkt hier tatsächlich so, als ob die ganze Nummer hier ein Fundament hat. Würde natürlich sehr gut passen, wenn du schon lange verheiratet bist oder eine lange Beziehung hast. Dann sehen wir hier das Fundament und ihr seid auch wirklich, das steht nicht nur so auf tönernen Füßen, sondern das ist in Zement gegossen, eure Beziehung. Und das ist wirklich unumstößlich. Gleichzeitig ist das hier aber auch eine Sicherheit, die ihr euch gegenseitig gebt in der Beziehung. Wir schauen mal weiter. Oh. Da ist er. Da ist er. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Wahnsinn. Also, König der Stäbe, das hier ist dein Partner. Ich habe mal irgendwann beschlossen, dass die Königinnen die Zuschauerinnen sind. ZuschauerInnen. Kann das noch nicht so ganz mit dem Gendern. So, die Zuschauer sind die Königinnen und die Könige sind das Gegenüber, auf was man da guckt oder auf wen man da guckt. So, das hier ist der Partner und er präsentiert sich als König der Stäbe. Ein sehr temperamentvoller König. Ein König, der Feuer im Hintern hat, der aber auch sehr viel Leidenschaft hat und dessen Lenden heiß und feurig sind auf dich. So, das ist jetzt mal ganz, ganz schwülstig ausgedrückt, aber das beschreibt im Grunde genommen den König der Stäbe. Er weiß, was er will und er will dich. Und er schaut hier auf eure Liebe. Von daher, es wirkt hier tatsächlich so, als ob er wirklich nur dich im Kopf hat und den ganzen Tag verliebt durch die Gegend läuft und sich fragt, wann er dich wieder in seinen Armen halten darf.
Ja, es ist, tut mir leid, wenn das jetzt hier wirklich sehr, sehr geschwollen daherkommt, aber wir sind hier wirklich, also das ist die absolute Glückslegung, liebe Jungfrau. Das ist dein Monat im Thema Glück und Liebe. Wenn du noch keinen Partner hast, halt die Augen offen, möchte ich dir sagen. Halt die Augen offen, sonst entgeht dir was. Wir haben jetzt hier noch mit der entfernten Zukunft wirklich eine Siegeskarte. Das ist hier tatsächlich etwas, was erfolgreich sein wird. Wir haben hier einen Lorbeerkranz und wir haben hier eine sehr losgelöste, sorgenfreie Stimmung. Das Schlimmste hat man hinter sich und es ist alles so gelaufen, wie man sich das vorstellt. Man hat einen Sieg eingefahren. Und von daher, das wirkt hier einfach extrem schön. Also wirklich, wirklich, wirklich schön. Wir haben hier eine Menge Leidenschaft drin. Wir haben hier Erwachsenenspaß im Schlafzimmer. Wir haben hier Liebe. Wir haben hier auch Aufrichtigkeit. Gleichzeitig habe ich aber auch so einen, ja, man darf so sein, wie man ist in dieser Beziehung. Man darf sich hier fallen lassen. Der Partner begehrt einen mit Haut und Haaren. Das Einzige, was ich hier wirklich zu leicht kritisieren habe, nicht meckern. Ich kann bei dieser Legung nicht meckern. Habe ich, dass du das ganze Glück noch nicht greifen kannst. Oder beziehungsweise, dass du da das Gefühl hast, Moment, Moment, bin ich das, die hier gemeint ist? Ich bin hier nicht die alle begehren. Was soll das hier? Ne? So dieses Ungläubige, das habe ich hier ein bisschen mit drin. Aber tatsächlich darfst du das glauben, um es jetzt mal so auszudrücken. Es ist real, es wirkt hier so, als ob das Liebesglück zu dir kommt, als ob hier wirklich alles rund ist, als ob ihr euch versteht, als ob hier auch wahnsinnig viel Anziehung da ist und Knistern und Reibung und es ist lebendig. Also es ist also rundum schön. Also schöner könnte ich es mir gar nicht vorstellen, liebe Jungfrau. Von daher, halt die Augen offen. Das könnte tatsächlich dein absoluter Liebesmonat sein, den ich hier auf dem Tisch hatte. Ich möchte nochmal daran erinnern, um euch da jetzt nicht den Spaß zu verderben. Das ist eine allgemeine Legung, kann nicht auf alle zutreffen. Das muss ich einfach mal der Vollständigkeit halber sagen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das so ein bisschen kollektiv zu stimmen wird. Wie gesagt, ich habe irgendwie astrologisch mich neulich mal mit dem Sommer auseinandergesetzt. Oh, der Hund. Ich kann es tatsächlich nicht wiedergeben, welche Planeten für was zuständig sind, aber es soll wirklich ein Glückssommer sein. Gerade in Sachen Liebe, gerade in Sachen Romantik. Und liebe Jungfrau, bei dir würde das wie Faust aufs Auge passen. Von daher genieße es. Macht's euch schön. Ich bedanke mich, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich freue mich über jedes Abo, jedes Like und jeden Kommentar. Und bis zum nächsten Mal.